Und wir haben natürlich was versprochen, eigentlich für Folge 2. Und das ist so dein Fachgebiet, ne? Ja, genau. Es gab ja in der ersten Folge einen großen Teaser zu einer Thematik, die einen enorm großen YouTuber betrifft. Und zwar Commander Krieger, mein Lieblings-YouTuber. Ey. Und Nee, passt schon. ja, Ist gut. okay. Ich komme mit klar. Und Kannst du ihn bitte nicht unterbrechen? ich rede hier gerade. Entschuldigung. Ich rede gerade über Commander Krieger. Ein bisschen Respekt bitte an der Stelle. Buff dich. Sonst buff ich dich. Ja, auf jeden Fall habe ich angeteased, dass Commander Krieger mich schlagen wollte. Und es gibt natürlich einen Background zu dieser Story, den ich niemandem vorenthalten möchte. Und das Ganze findet Platz im Jahre 2013. Das ist also schon ein bisschen her. Ich war damals jung. Keine Ahnung, wie alt ich 2013 war. Ich denke mal so 16, 17, 18, so um den Dreh rum. Und da habe ich sehr tolle Call of Duty Videos gemacht, die ihr wahrscheinlich alle gesehen habt und euch jetzt denkt, boah, das ja, war meine ich. Kindheit. Die ja. Ach, du hast der mit Frauen ansprechen am Bahnhof leicht gemacht, ja, genau. Tipps und Tricks. Einfach ein Barf dich und eine Axt ins Gesicht und schon ist sie deine Frau. Willst du meine Axt sehen? Willst du meine Axt sehen? Ja, und auf jeden Fall, ich habe diese Story, musste ich ja nochmal recappen und mir ist da erst aufgefallen, wie dumm diese Story eigentlich ist. Ich habe damals immer in meinen Videos, mein Maskottchen war ein Delfin, weil ich immer so Beleidigungen habe ich immer mit Delfingeräuschen übertönt. Ich und, auch. Ja, wir sind so gleich. Papa. Ey, nicht hier auch noch. Ja, auf jeden Fall habe ich immer eine Delfinmütze getragen und Call of Duty Videos gemacht. Und eines Tages hat dann Commander Krieger wohl mal eins meiner Videos gesehen und auch kommentiert, was mich sehr gefreut hat. Was mich nicht so gefreut hat, war, dass ich in der Zeit so, man hatte ja irgendwie immer, wenn man so Videos gemacht hat, so eine bestimmte Begrüßung und so einen Outro-Spruch. Und ja, Commander Krieger hatte immer den Outro-Spruch, gut Schuss, euer Commander Krieger. Und ich habe es vielleicht ein bisschen abgewandelt, genau in diesem Video zum ersten Mal. Und habe gesagt, bis dahin gut Schiss, euer Commander Sprühwurst. Oh mein Gott, wie so ein 14-Jähriger. Ja, er war ja vielleicht 14. Ja, stimmt. Keine Ahnung, wie alt du warst. Nee, ich glaube, ich war schon 18. Ui. Ich glaube, volljährig war schon, aber... Commander Sprühwurst. Ja. Auf jeden Fall, genau dieses Video hat Commander Krieger gesehen und dann 2013, ich glaube so Ende des Jahres war das, gab es ein Community-Treffen hier in Köln und da war auch Commander Krieger mit dabei. Ja, ich bin auf dieses Treffen gegangen, dann am Anfang zum Commander Krieger hin und meinte so, ja, hast du ja mein Video kommentiert, hab so versucht Wogen zu glätten, da habe ich schon das Knacken in den Fingern gehört bei Commander Krieger, er war schon fuchsteufelswild. Und später kam es dann dazu, derjenige, der das Community-Treffen organisiert hat, Tomahawk Payne hieß der. Das war auch so ein... Tipps und Tricks am Bahnhof, Leute aufpicken, Tomahawk-Fachmann. Genau. Nee, der ist tatsächlich dadurch bekannt geworden, dass das der erste Call of Duty-Mensch war, der auf der Wii gespielt Der war auch anscheinend der Einzige. Grüße gehen raus. Boah, Nische, ey. Nintendo DS. Stream, ey. Übelst heute spielen wir Modern Warfare 2 auf der Nintendo DS. Mit zwei FPS. Nintendo hasst diesen Trick. Nintendo so, nein, mein Blindspot. Scheiße. Ja, auf jeden Fall, der hat dann noch ein Video zu diesem ganzen Event gemacht und mit so Interviews. Und da war auch Commander Krieger dabei. Und dann fiel der Satz, ja, Commander Krieger kommt ja aus Düsseldorf und da habe ich mich vielleicht eingeschaltet mit einem Ruf in die Richtung aus dem Publikum mit, sind die nicht Letzter oder so? Und ich habe was vorbereitet. Es gibt das Ganze nämlich auch als Videomaterial, was wir für die Videofolge natürlich einblenden werden, aber euch werde ich es jetzt hier einmal kurz präsentieren. Okay. Also kurz zur Erklärung. Für die Leute, die es jetzt sehen, für alle anderen macht es überhaupt keinen Sinn. Ja. Die linke Person ist das Tomahawk Payne. Tomahawk Payne. Und das ist Commander Krieger. Wii U, COD, Meister, nein. Mastermind. Wii. Nur Wii. Auf Wii. Der Wii U hattest du Controller, das war wieder uncool. Oh. Nur mit Bewegungssteuerung. Ey, wie geil war seine Facecam, aber... Ey, der hatte leider noch keinen. Ah, damn. Schade.
vertane Chance. Man muss dazu sagen, die Tonqualität ist schlechter als bei uns. Also. Wie schlechter als bei uns? Okay, ja, okay, wir starten. Ihr kriegt es auch nochmal eingeblendet, ja. Jetzt so auch audio. Ich starte für den Schnitt in 3, 2, 1 jetzt. Der Krieger ist Düsseldorfer, das wissen nicht die meisten Leute, aber das muss man auch nochmal dazu sagen. Tue ich ganz bestimmt was nicht. Da? Was ist da aber für? Wir haben den Tabellenersten geschlagen, Arschloch. Weißt du, da macht er sich erst unsympathisch, indem er sagt, ja, hier ist euer Commander Schisser, ne? Den Commander Sprühwurst sagt er immer. Commander Sprühwurst, gut Schiss und so, weißt du? Und jetzt das. Also, ja. Ja, aber das siehst du ihm ja an mit seinem Flipper-Kostüm. Ja. Ja. Ich war der im Flipper-Kostüm. Ich hatte halt so eine Delfinmütze an. Ey, diese ganzen COD-Leute, ich hatte immer so Angst vor denen, wegen genau sowas. Die hatten immer so eigene Meinungen und so. Und ich kam aus dieser ganzen wolligen Minecraft-Welt und alle waren immer so, ach ja, das ist ja so. Also wenn die sich öffentlich geäußert haben danach, wenn die einmal Backstage gegangen sind, was für ein Wichser. So, aber die COD-Leute waren halt einfach direkt, ne? Die haben halt gesagt, was ist dein scheiß Problem denn? So mit Leuten. Und dann dachte ich mir immer, oh, das ist mir zu anstrengend. Da habe ich keine Ahnung. Hast du denn nicht Angst so, wenn so ein Commander-Krieger vor dir aufbaut? Ich war komplett überfordert, weil ich habe ja eigentlich nur die Wahrheit gesagt. Aber der Schmerz muss hart getroffen haben auf jeden Fall bei ihm, ne? Ja, also es war ein Wunderpunkt, würde ich sagen, aber... Also, ich fand es auch witzig zu dem Zeitpunkt. Um hier die Plattform zu präsentieren, wie Oprah damals schon, nach wie vor eine offene Einladung für diesen Podcast an Commander Krieger. Wenn du möchtest, dich hier mit Dustin mal auszusprechen, so für eine Folge. Ich fände das gut. Also wir holen dann noch zwei Leute von uns auch dazu natürlich. Würde auch gerne mitmachen, bin ich ehrlich. Und ihr könnt euch fetzen. Fände ich das ganz interessant, einfach mal so diese Pole. Weißt du, wir würden ihn dann da hinsetzen, wo Timo jetzt sitzt, auf die andere Seite. Ja, weit genug weg. Hast du so Angst? Nein. Der war mal Personenschützer. Ja. Hast du Angst, dass er sich abrollt oder ich was? Ich habe Angst, dass er mich beschützt. Bitte beschützt. Stell dir mal vor, der kann dich nicht verprügeln, sondern er stoppt immer kurz vorher und beschützt dich dann als Strafe. Schmeißt dich so vor einer Kugel. Weil mal kommen hier Schüsse rein ins Studio. Nein, das ist Vater. Oh Gott. Sorry, das war zu weit. Zwei Schritte. Das war der härteste Schuss, der getroffen hat heute. Ja, da kann selbst Commander Krieger nicht mehr beschützen. Commander Krieger hat schon losgegangen. Yeah. Jetzt gleich so ein Hechtsprung hier durchs Studio einmal durch. Also, wie gesagt, ist eine offene Einladung von uns als Team und vor allem von Dustin. Ja. Ich gebe sie nur weiter sozusagen in diese virtuelle Welt. Komm doch gerne vorbei. Bitte. Dein Sohn vermisst dich. Bitte komm von der AIDA zurück. Hör auf, Jack zu spielen. Ach, ist er nach dem Spruch verschwunden, ne? Ich habe wirklich keine Ahnung, wer bei Krieger. Er war immer sehr nett. Wir hatten aber wirklich sehr wenige Berührungspunkte. Ich hätte auch gar keinen Plan mehr. Ich hätte auch viel mit ihm zu bereden, muss ich sagen. Das ist sehr gut. Über YouTube damals und so. Veränderung. Fände ich übel interessant. Also, kein Scheiß jetzt. Also, ich möchte es nicht machen, um das auch mal kurz ehrlich unter der Linie zu ziehen, um hier Krieger zu verarschen, weil ich mag Krieger tatsächlich. Der hat mir auch nie was persönlich getan. Ich finde es super interessant. Ich bin gar nicht mehr drin, aber wie bei vielen anderen Influencern in Deutschland auch, bin ich sehr scheuklappig, weil, keine Ahnung, macht mich nur krank, wenn ich mir andere Leute angucke. Egal wen da auch. Ja. Was sagt ihr dazu? Annika ist schon am Gehen einfach. Ich kenne Commander Krieger halt gar nicht. Gar nicht? Nie ein Video gesehen? Noch nie. Wann hast du mit YouTube angefangen? Ich? Vor einem Jahr. Achso, davor auch nie geguckt? Doch, klar. Aber ich habe halt so Beauty-YouTuber geguckt, als ich jung war. Hast du Beauty Palace geguckt? Ja, schon. Hast du es gemocht? Los, sag's. Hallo, meine Lieben. Schwierige Zeiten. Hast du Bilou zu Hause? Nee, nie. Ich vertrage keine Duftstoffe. Ah, da waren kaum welche drin, glaube ich. Nee, gar nicht. Nebelnik hast du die. Nebelnik wollte mich mal schlagen. Auch der Leute, wer arbeitet denn hier, Alter? Was passiert hier? Was ist immer nur vor der Kamera kommt so eine kranke Scheiße. Was passiert jetzt wieder? Nee, das war nur eine Lüge. Ach so. Ja. Mit Krieger oder mit Nebelnik? Beides. Das war ein Deepfake eben, das Video, was ich gezeigt habe. Seit 3 Wochen setze ich mich mit Deepfakes auseinander. Deswegen ist die Stromrechnung so hoch. Ich mache das immer an den Rechnern hier im Büro. Welche Stromrechnung?